Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Floyd. Ich bin verwirrt. Also, mehr als sonst. Also, der Club ist offen. Weil ich mit der Metallstange, die wir aus der Luftpumpe gewonnen hatten, die Tür aufgemacht habe. Frag mich nicht, wie das geht. Die Luftpumpen, die ich früher am Fahrrad hatte, nein, das hätte nicht funktioniert. Aber ja, der Club hat jetzt für uns geöffnet. Wir gehen mal reingucken. Also, ich meine, wir hatten einen Speer, der mit Sicherheit stabiler ist, und wir haben Abschleppseil, was mit Sicherheit mehr ausgehalten hätte. Aber nein, wir haben es mit der Metallstange der Luftpumpe gemacht. Egal. Wir genießen den Club. Und schauen mal, gucken. Jetzt da hinten gibt es eine DJ-Konsole. Ist ein bisschen düster hier drin. Kann man hier wirklich nichts? Ein Cocktail abgreifen mit Schirmchen oder sowas? Scheinbar nein. Okay, DJ-Konsole. Musik- und Lichtkontrolle. Ah, Lichtkontrolle. Kannst du da mal bitte ein bisschen Licht machen? Volkseigene Omnitonwerke. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Wir können die Hauptkontrolle. Okay, dann benutz mal oder guck Mit mal. diesem hier scheint sich der Kontrolltisch für die Lichter an- und ausschalten zu lassen. Okay, dann machen wir das mal. So, jetzt können wir Dinge. Moment, da war was. Abgerissener Griff. Jemand muss ihn kaputt gemacht haben. Grüße, Genosse. Können wir die Röhre damit benutzen? Ja, können wir. Spotlight Hauptschalter. Mach mal. Ah ja, da wurde es heller. So, jetzt haben wir Spotlight Rot, Grün und Blau. Das klingt nach irgendeinem Farbrätsel. Soundkontrolle. Sie scheinen das Soundsystem hier zu steuern. Dann machen wir Musik. Besser nicht. Der Lärm könnte zu viel Aufmerksamkeit erregen. Och komm, Spaßbremse. Na gut, dann spielen wir mal am Licht rum. Ah, da wurde es jetzt rot. Ah, grün. Das blaue Ding scheint nicht so fit zu sein. Leuchtet die jetzt eigentlich? Ja. Nochmal wieder an. Ich glaube, das wird nicht besser, wenn wir das öfters machen, oder? Meine ich das nur oder wird das mehr Gebrutzel pro anmachen? Kann mich auch irren, so was sollen wir hier machen? Mach mal blau noch mal aus, dann haben wir nur grün an. Mal grün aus, machen wir nur blau an, dann haben wir da alles durch. Ups. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Aber in Spielen ist ja, wenn was kaputt geht, dann soll man das meistens so machen. Kommen wir hier irgendwie wieder raus? Vielleicht ausmachen? Spiel, ich würde gern hier. Ah ja. So einen blauen Lampendeckel.
Hat... Er muss von dieser Lampe dort oben abgefallen sein. Können wir da mitnehmen? Ja, wir haben einen blauen Lampendeckel. Grüße, Genosse. Für was auch immer. Ah, einen Stuhl. Nicht nehmen, gucken. Ein Barhocker. Wieso wird nur der eine angeleuchtet? Ich habe keine Zeit, um mich zu setzen. Was soll das? Dann können wir den mitnehmen. Er ist am Boden festgemacht. Ist am Boden festgemacht. Können wir den mit dem magnetischen Abschleppseil irgendwie abschleppen? Also rausreißen? Kaputt machen? Das hat keinen Sinn. Grüße, Genosse. Das klingt so, als müssten wir das mitnehmen. Vielleicht mit dem Speer irgendwie? Das hat keinen Sinn. Grüße, Genosse. Vielleicht irgendwie mit den Schlüsseln die Schrauben lösen? Das hat keinen Sinn. Was hat denn deiner Meinung nach einen Sinn? Der ist nicht ohne Grund als Hotspot. Wir können nur den angeleuchteten Stuhl. Muss man vielleicht einen anderen anleuchten? Kriegen wir das hin mit unserer DJ-Konsole? Aber jetzt leuchtet hier die erste Lampe. Nein. Diesmal ging es früher raus, als ich wollte. Also Sound wollte er nicht. Besser nicht. Der Lärm könnte zu viel Aufmerksamkeit erregen. Ja. So, ansonsten gibt's nur diese Spotlight-Dinger. Verändert sich dann hier irgendwas? Oder muss man hier den wieder ausmachen? Ah, dann geht die aus. Jetzt ist sie wieder an. Ah nee, hier gibt's dann noch Leuchterplay. Ah, dann springt das durch. Okay, ich würde jetzt wetten, dass einer der Stühle nicht befestigt ist. Oder irgendeine andere Bewandtnis hat. Aber ich kann die jetzt nicht anklicken. Also müssen wir das irgendwie stoppen. Okay, kriegen wir hin. Wahrscheinlich dann, indem wir das Leuchterdingsbums ausmachen. Wir versuchen mal dann die zweite. Jetzt? Nee, dann geht die ganz aus. Können wir das mit der Hauptkontrolle, wenn wir die ausmachen, hört das dann auf? Dann ist es auch aus. Ah, Moment mal, jetzt leuchtet eine konstant. Ist mit dem irgendwas anders? Ein Barhocker. Können wir den mitnehmen? Er ist am Boden festgemacht. Ich würde einiges drauf verwetten, dass einer nicht fest ist. Aber welcher? Also nochmal. Nee, das muss an sein. Und dann
da an. Nee, wie hatten wir das gemacht? Jetzt leuchtet die durchgehend. Dann machen wir da mal wieder Play. Und machen dann irgendwann aus, wenn was anderes leuchtet, als wir bisher hatten. Nee, jetzt hat, glaube ich, die dritte wieder geleuchtet. Jetzt leuchtet die erste wieder konstant. Machen wir Play. Die vierte hat nur ganz kurz geleuchtet. Die erste leuchtet. Es ist ziemlich zufällig. War das der von vorhin? Ja, ne? Ein Barhocker. Er ist am Boden festgemacht. So, dann machen wir hier mal wieder Play. Und wenn wir das dann... Kann man das auch wieder... Stopp kann man drücken. Habe ich die Steuerung jetzt verstanden? Ah, okay, dann hört es auch auf. Ich war ein bisschen zu kompliziert. Dann machen wir wieder Play und gucken, dass das dann bei einer anderen Lampe mal anhält. Das hat jetzt so ein bisschen Verzögerung. So, jetzt haben wir mal die zweite. Die hatten wir noch nicht. Ah, da steht auch direkt schon Barhocker unbefestigt. Danke, Spiel, für den Hinweis. Dann können wir den unbefestigten Barhocker jetzt bitte mitnehmen. Es war ein hartes Stück Arbeit. Grüße, Genosse. Ich habe keinen Plan, was wir damit sollen. Aber wir haben jetzt einen unbefestigten Barhocker. Diesen Hocker habe ich aus dem Omni-Club. Ah, herzlichen Glückwunsch. Kann man hier sonst noch irgendwo... Also wir haben jetzt dieses komische Scheibendingsbums da. Grüße, Genosse. Und blauer Lampendeckel. Und einen Barhocker bekommen. Was machen wir damit? Weiterfliegen. Also ich würde immer noch gern das Getränk diesem Minister da servieren, aber das kriegen wir irgendwie nicht hin. Was wir versuchen könnten wäre, wir haben noch dieses protzige Auto auf dem Müllschiff, weswegen wir uns ja schon Strafe eingehandelt haben. Können wir das Ding irgendwie abschleppen, mitnehmen, da wir jetzt ja ein Abschleppseil haben? Grüße, Genosse. Wir lieben protzige Karren. Geht das? Ha, irgendwie schon. Ist das jetzt an unserem Motorrad fest? Ah nee, der hatte... Wenn ich dieses Ding in Bewegung bekommen würde, dann könnte ich wirklich stilvoll rebellieren. Ja, der hat das, glaube ich, mit der Tür verbunden. Könnte klappen. Oh. Ich bräuchte nur genug Saft, um den Magneten zu überwinden. Welchen Magneten zu überwinden? Ah, wenn das ein Müllschiff ist, vielleicht ist hier alles irgendwie magnetisch. Aber damit können wir dann irgendwie die Tür aufkriegen.
Da geht's ins Schiff hinein. Aha. Magneten überwinden. Also es gibt nur die Tür. Die Truhe gab's mal. Die hatten wir gelootet. Wir hatten halt hinten am Auto noch einen Hotspot. Wenn ich dieses Ding in Bewegung bekommen würde, dann könnte ich wirklich stilvoll rebellieren. Ja, wir arbeiten dran. Da wir das Seil nicht mehr anklicken können, können wir das jetzt auch nicht irgendwie mit dem Motorrad verknüppeln oder so. Das ganze neue Zeugs weiß ich halt nicht, wohin damit. Was sollen wir mit einem Barhocker? Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Ja, ich auch nicht. Ich bin nur verzweifelt genug. Es gibt halt auch noch diesen Aussichtsturm, wo wir auch noch nicht wirklich was gemacht haben. Aber da habe ich auch keine Idee. Wobei in dieser Luftschleuse, da war doch dieses Hier-Dings am Boden. Und wir hätten jetzt was, was man auf den Boden stellen kann, nämlich diesen Hocker. Vielleicht müssen wir cool in der Luftschleuse sitzen und... Weiß der Geier was? So dieser Hier-Punkt am Boden. Der hat mich direkt schon irgendwie nachdenklich gemacht. Weil das heißt, da muss auf jeden Fall irgendwas hingestellt werden. Vielleicht können wir uns dann auf diesen Hocker draufstellen und sehen dann irgendwie noch mehr draußen durch die Luke und... Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Okay, die Luftversorgung habe ich jetzt gedanklich mal abgehakt. Die haben wir jetzt benutzt. Auch wenn wir den aufgeblasenen Ball noch nicht benutzt haben. Aber immerhin. Im Zoo hatten wir auch nur die Kamera bekommen. Weiß nicht, ob das den Zoo an sich rechtfertigt. Aber wir waren schon lange nicht mehr beichten. Möchtest du irgendwas beichten? Dann hast du jetzt die Gelegenheit. Grüße, Bürger. Möchten Sie ein Geständnis ablegen? Yep. Bitte gestehen Sie nach dem Piepton. Wir können... Wir können uns als den flüchtigen Floyd ausgeben. Na gut, da es kein Game Over im Spiel gefühlt gibt, machen wir das mal. Ich bin der gesuchte Flüchtling Floyd und ich stelle mich nicht. Edgy Badge! Eben gerade habe ich auf ein Konzernsymbol gespuckt. Mit Absicht. Also, ich arbeite jetzt für die Freiheitskämpfer und ich weiß alles über dich und deine Tricks, mit denen du die Bürger unterdrückst. Und ich finde das echt nicht gut. Bald befreien wir die Genossen und dann werden wir etwas tun, was dir gar nicht besonders gefallen wird. Das kann ich dir sagen. Ihre Beichte wurde aufgenommen und wird baldmöglichst von Omnibrain persönlich ausgewertet werden. Danke, Bürger. Einen schönen Orbit noch. Ist das alles? Ich habe oft die Theorie, dass Anrufbeantworter einfach nur dazu da sind, den Leuten das Gefühl zu geben, ja, wir haben deinen Anruf entgegengenommen, aber es interessiert uns nicht. Das Gefühl habe ich bei dem Beichtstuhl auch. Die Verrätermeldestelle, aber da muss man ja irgendwie papiermäßig was reintun. Ich möchte das Spiel aber nicht hergeben.
irgendwie das Spiel hergeben. Ich habe benutzen gesagt. Grüße, aber okay. Genosse. Können wir da vielleicht dieses Verräterbuch einreichen? Das hat keinen Sinn. Ja, keine Ahnung. Da vorne hat noch nie irgendjemand gesessen. Also ich lese da ausverkauft. Was auch immer da ausverkauft ist. Ja. Wir gehen mal weiter. Also es ist wirklich egal, was man hier sagt. Dann zu meiner Aussichtsturm-Theorie. Das ist nur eine vage Theorie. Aber vielleicht gibt es ja Progress. Wir hatten halt auch mit diesem Teleskop noch nie was getan. Mit diesem Automaten für die höherstufigen Karten da. War da drin der hier Punkt am Boden. Da gehört ein Barhocker drauf. Da ist er. Da steht hier. Grüße, da einen Barhocker Genosse. Draufstellen. Bitte sag ja. Hey, cool. Wieso heißt der Barhocker jetzt Zeugs? Der allererste Floyd-Modellbausatz. Ah. Das nenne ich mal einen Wink mit dem Zaunfall. Ich weiß zwar nicht, warum wir dort einen Floyd bauen sollen. Ah, aber okay. Grüße, Genosse. Wir hätten noch einen Kopf. Sieht noch ein bisschen traurig ein Floyd aus. Der allererste Floyd-Modellbausatz. Grüße, Genosse. Vielleicht noch ein bisschen Miracle Matt, damit es auch schön grün wird. Ich sollte sparsam damit umgehen. Wenn du das sagst. Grüße, Genosse. Irgendwas mit dem blauen Lampendeckel. Das hat keinen Sinn. Ich wollte es nur versucht haben. Genosse. Ah, ich habe eine Idee, auf was das hinausläuft. Dann können wir dem Typ vor dem galaktisch, von unserem Zuhause, also diesem Ministerium für galaktisches irgendwas, können wir dann sagen, dass wir den Floyd in der Luftschleuse gesehen haben und vielleicht kann man den damit ins All schießen oder so. Ich glaube, das macht Sinn. Das macht sowas von Sinn. Unsere alten Klamotten. Der Ball geht da ein bisschen unter. Aber vielleicht kann man da irgendwie was mit dem Luftdruck noch regeln. Möchte ich jetzt erstmal nicht ausschließen. Aber der sieht noch nicht wirklich nach uns aus. Grüße, Genosse. Irgendwie vielleicht noch den Speer für dem Ganzen ein bisschen Stand zu geben. Ich kann mir nicht vorstellen, was dabei rauskommen soll. Ja, dass das Ganze ein bisschen... Moment, geh mal da raus. Nee, nicht so ganz so raus so. Ich wollte die Knöpfe drücken. Wenn du da mal zumachst, das war... Das kann ich nicht tun, solange die Tür offen steht. Ach so. Dann mach die Tür mal zu. Wenn wir dann am Luftdruck was tun. Ha! Ich kann die Luftschleuse von hier aus sehen. Es sieht aber noch nicht nach uns aus. Mach dann mal wieder zurück. Okay, dann haben wir zumindest mal das Standfestigkeitsproblem gelöst. Ich habe eine Idee.
das wirklich nach uns aussieht. Und zwar werden wir doch gesucht. Und es gibt am Zeitungsstand gibt es auch ganz viele Bilder von uns. Wobei, Mist, wir haben aber kein Geld, um die Zeitung zu kaufen. Achtung, Achtung, Bürger von Metro Prime, hier kommt Omnibrain. Hä? Wir kommen nun zur Preisverleihung für das Geständnis des Orbits. Der siegreiche Geständige erhält einen tollen Preis der Omni-Merchandising-Gesellschaft. Offizieller Anbieter von Omni-Anhängern, T-Shirts, Zygnus-Alpha-Bausätzen und vieles mehr. Bürger, in diesem Umschlag befindet sich der Name und der Gewinner ist... Bürger Floyd. Herzlichen Glückwunsch! Bürger Floyd. Wow, offenbar hören Sie einen wirklich zu. Hätte ich gar nicht gedacht. Wenn du also Bürger Floyd heißt, dann komm jetzt zum Fenster zu Omnibrain und hol dir deinen Preis ab. Und liebe Bürger, denkt immer dran, eifrig gestehen kann euch schon morgen zu einem glücklichen Gewinner machen. Mir ist just aufgegangen, dass ich mich vielleicht nicht besonders clever verhalten habe. Das ist korrekt. Wo gehst denn du jetzt hin? Molly! Wieso bist du jetzt da reingegangen? Da wollte ich gar nicht hin. Wo bist du, Molly? Na gut, ich wollte auch eigentlich in die Pause. Eigentlich wollte ich noch irgendwas zum Thema Zeitung sagen, aber das Molly. Klären wir dann in der nächsten Folge. Ja, bis gleich. Molly!